Mein Gott. Ja! Was zum Teufel? Ah, Leute, der ist so in mir. Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, heute geht's weiter, Leute. Heute, ja, sind wir jetzt hier in dem Bereich von Lukas. Also ja, Leute, wir haben es jetzt hier mit diesem gestörten Lukas zu tun, ne? Und ja, jetzt sind wir hier angekommen, in diesem Bereich, wo wir auch in dieser Videokassette diesen Clancy gespielt haben. Nur jetzt sind natürlich wir hier. Und ja, jetzt wollen wir natürlich da versuchen, hier weiterzukommen, ne? Ah, da Schatz, ist was er war sogar schon das? direkt, ne? Probier doch mal 0840. 0814, Nein, Bruder. nein, 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 nein. 0621. Ey, Nein, Junge. nein, 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 nein. Es ist 0540. Was Komm doch jetzt? schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Warte, was hat er jetzt am Ende gesagt? 0814? Das war ganz am Anfang, ne? Oh, stimmt! Das fehlt jetzt auf uns. Oh Gott, ja, der ist doch krank, Leute. Schaut mal, was jetzt passiert. Einfach Krieger, what the fuck? Einfach nur geisteskrank. Mach die Scheiße jetzt auf! Ich muss das Passwort herausfinden. Muss das Passwort. Achso, wo gibt es das? Ach so, das kommt erst. Ah, das kommt doch gar nicht. Okay. Ach so, alles klar. Alles klar. Und hier liegt einfach Stroh. Alles klar. Ja. Ja, zwei Kisten. Boah, Bruder. Ich trau dir nicht. Ja. Konnte man nicht trauen. Okay. Genau, wir müssen jetzt aber wieder das Passwort herausfinden. Wir müssen jetzt das Passwort herausfinden. Okay. Zwei Schlittmunition. Alles klar. Gut. Nächster Raum. Oh Mann, ich will jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit meine Munition verballern und so, meine ganze. Aber ich möchte jetzt auch nicht jede Kiste, weil hier könnte jetzt echt eine Falle drin sein. Das war aber jetzt eine normale, okay. Aber neue Munition. 5, okay, gut. Haben wir jetzt neue Muni. Naja, weiter geht's. Vorsichtig halt sein, ne? Genau. Aber ich glaube, wir werden es trotzdem heute in dieser Folge machen, diesen Parcours dort wieder halt, ne, was wir auch gemacht haben. Oh, das war richtig knapp. Boah, gerade noch gesehen. Oh nein, oh nein. Okay, One Shot. Gut. Bist du tot? Ja. Noch so ein Spinnviech. Ah, und dieser Raum. Ich glaube, der war voller Fallen. Oder? Ja. Oh mein Gott. Ja, was zum Teufel? Wo war da jetzt eine? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Jesus. Ich glaube, ich heile mich einfach mal. Ich mache noch ein Heilmittel normales. Ich heile mich mal. So. Wir hatten jetzt. Ja, jetzt diese Chemikalien können sie natürlich auch benutzen. Bam. Das kommt weg. Oh, da ist noch eine. Oh Gott. Alter, der ist krank, ne? So, du kommst weg. Okay, die lassen mal dran, die stört uns jetzt gerade eigentlich, glaube ich, nicht so arg. Können wir mal weiterschauen, was ist hier? Antike Münze. Wieder eine. Sven. Und hier? Steroide. Oh mein Gott. Was bist du für eine Kiste? Oh! Okay, wir wurden aber nicht getroffen. Ne, Steroide. Oh, schön. Ich glaube, ich benutze sie aber erst, wenn wir angeschlagen sind, weil. Wir haben ja gemerkt, dass wir, wenn wir angeschlagen sind, dann kriegen wir auch nochmal, werden wir auch noch automatisch geheilt, was natürlich gut ist. Oh, schön, nochmal maximale Heilung. Das ist natürlich richtig gut. Geht's hier noch weiter? Okay. Wir haben aber auch noch relativ viel Brennerkraftstoff, was natürlich gut, auch noch gut ist. Oh, der nächste. Hallo. Der nächste von euch. Spacken. Was zum Teufel? Oh!
Chill, 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 chill. Wir können es auch mit Worten regeln. Okay? Ach, komm, ich bin aber mit dieser Flinte so stark, Bruder. Ihr habt keine Chance gegen mich. Hä? Da geht's noch weiter? Wie komme ich denn da hin? Bestimmt irgendwie hier. Naja, gut. Noch ein Schießpulver. Aha. 44 Mag-Munition. Ja, wir haben hier diese Waffe nicht. Aber es gibt ja auch so wenig Munition. Ah, noch Flinten. Okay, gut. Unterwegs finden wir hier nochmal gut Munition, ne? Noch ein Kraut. Kein Platz, als wenn. Ja, dann benutzen wir halt mal die Steroide. Okay. Maximale Gesundheit. Erhöht. Gut. So. Auf Fallen, wie gesagt, aufpassen. Aber ja. So, was ist hier drin? Safe Room. Oh, schön. Gut, können wir das alles ablegen. Reparatursatz. Wartet, Leute. Reparatursatz. Wir können ja... Pistole hier. Welche Pistole? Ich denke schon, die ist auf jeden Fall stärker. Ich denke schon. Wie viel Schuss hat die? 7. Aber ich denke, die ist auf jeden Fall stärker. Doch, doch. Die war definitiv stärker. Wir können jetzt die andere auf jeden Fall weg. Weg mit dir. Jetzt haben wir noch eine stärkere Pistole, was natürlich gut ist. So, okay. Ich mache noch ein starkes Heilmittel. Im echt kaum. So. Heilmittel fehlen gerade irgendwie, ne? Bei uns. Naja. Psychotonikum können wir eins mit verwenden. Auf jeden Fall. Komm, wir machen es mal. Damit wir mal alles sehen, was wir so finden. Geht auch schneller und so. So, Granatenwerfer können wir natürlich auch verwenden, ne? Klar. Sollen wir den mal ausrüsten? Ich glaube, Brenner bringt... Achso, ja, Leute. Brenner bringt, glaube ich, sowieso nichts gegen die Moldeds. Das ist, glaube ich, die Sache. Ich glaube, ich rüste den mal aus mit den Flammengranaten. Ja. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine stärkere Pistole, was natürlich gut ist. Flintenmuni, Festbrennstoff nochmal. Ach, schön. Wir finden so viel. Noch ein Fernseher. Festbrennstoff. Hau mal hier rein. Okay. Gut, dann. Gehen wir mal weiter. Ja, ich habe die normale ausgerüstet. Die normale Munition. Ah ja, was solche Schweine hängen hier. Das ist doch, ey, ist widerlich, ne? Eine Kiste. Die normale aber. Mit einer Chemikalie, gut. Okay, da ist noch eine Kiste. Ladezeichen. Ja. Ah, jetzt, so kommen wir aber rüber zum anderen Bereich. Das ist die Falle. Ja, da. Mhm. Jetzt komme ich hier runter. Oh, ich traue dir nicht, Mann. Ah. Schwimme ich hier mal runter. Bam. So. Noch eine Kiste. Oh, ja. Flintmunition wieder? Ja, ich glaube, wir kriegen jetzt richtig viel Munition, weil es jetzt gleich, glaube ich, in Kampf kommt. Ich glaube, ich weiß noch, ja. Gleich kommt irgendwas Krankes. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Wackelkopf vielleicht irgendwo noch? Könnte ja sein. Hier fehlt auf jeden Fall jetzt irgendwie eine Batterie oder sowas, ne? Ja, eine Batterie fehlt. Ja. Noch Munition. 5 Stück. Perfekt. Okay. Unten, glaube ich, ja, hier könnte natürlich auch überall was sein. Das ist halt die Sache, ne? Ich will wirklich überall was sein. Das könnte wirklich sein. Da ist. Ach so, da ist sogar schon die Batterie. Ah, okay. Ah, mach auf! Ja. Pistolenmuni. Okay, die ist, glaube ich, fake. Also, Bombe. Ja, ja, war die auch. Okay. Noch ein Kraut. Achso, Psychotonikum. Ah, ich hab's gar nicht verwendet, sich Trottel. Da ist irgendwas, aber das ist was komplett anderes, glaube ich. Oder das haben wir einfach verpasst oder so, keine Ahnung. Da ist so eine Bombe, aber ja gut. Hier ist, glaube ich, anscheinend nichts mehr. Dann machen wir mal die Batterie rein. Jetzt geht, glaube ich, eine Action ab. Weiter. Oh Gott, was? Weg da. Explodiert das jetzt gleich, oder was? Was ist los? Oh nee, ja, jetzt geht's, glaube ich, ab. Oh nein, ja!
Da ist dieses fettes Viech. Oh nein, ich habe zum Glück den Granatenwerfer, ja. Geh weg. Oh Gott, schaut euch. Oh, schaut euch mal dieses Viech an. So ein fettes Molded. So ein fetter Molded. Boah. Ey, lass mich in Ruhe. Ich verballere aber auf keinen Fall alle meine Granaten. Nein, auf keinen Fall. Oh, Junge, der kotzt einfach. Ich bin für die Gänse, oder was? Oi, 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 oi. Vorsicht. Ah. Ja, das, Leute, ist natürlich auch noch, natürlich durch die Ankündigung, dass es natürlich jetzt auch diese fetten Modes geben wird. Immer mal wieder. Geh mir auf Abstand, Bruder. Ja, das habe ich. Beeindruckend, ne? Ja, ich hab's geschafft. Oh, okay, das ging jetzt einfacher als gedacht. Boah, Junge. Ja, Fettag ist tot, hast du gemerkt, ne? Hm? Schade, ne? Ah, das ist ein Aufzug. Okay. Das Kraut, können wir, ja, das können wir mitnehmen, glaube ich. Oder haben wir das schon? Oh, Gas, doch ein Kraut. Ah, das habe ich schon. Okay. Komm. Mann, du nervst mich, Alter. Scheiß Lukas, Digga. Dein Spielchen. Dein... Ah, Junge, ey. Naja, weiter geht's. Können wir hier nach oben? Aber irgendwo anders dann hin, oder wie? Hä? Oder wohin führt das jetzt uns? Geht jetzt hier was auf? Ja, ja, da oben geht's was auf. Ja, ja, geht hier auf. Hm. Was kommt jetzt hier? Ich höre irgendwas. Ich höre wieder irgendwas. Wie eine Art, wie jetzt, wenn wieder so ein Molded hier rumrennt. Aber anscheinend nicht. Könnte natürlich auch noch überall was sein, das ist natürlich auch klar. Bind in die Hand. Ah, ich glaube, das ist der Raum, wo wir jetzt den Code bekommen. Ja, sowas glaube ich. Gibt es noch irgendwas? Chemikalie, gut. Hey, aber so viel. Ach du Kacke. Ich glaube, ja, wir machen das. Genau, weil wir haben ja eh schon zwei. Wir haben jetzt drei starke Heilmittel, was natürlich richtig gut ist. Das heißt, wir können uns dreimal gut heilen. Und wir haben sogar jetzt alle voll Leben. Was geht? Das ist natürlich gut. So. 1408. Du bist als nächster dran. Also, wir merken uns einfach mal der 14. August. So merken wir uns das. Weil anders kann ich mir das echt nicht merken. 14. August, also 1408. Okay. Anders kann ich mir das leider nur schwer merken. Gibt's noch was? Nee, ich glaube nicht, ne? Ah, doch, Pillen. Ja, exakt für Lukas, ne? Damit er sie mal nimmt. Sollte er mal nehmen, lieber. Mm. Ja. An dicke Münze nochmal, okay. Stairs. Machen wir sie mal. Fahren wir sie mal aus. Ich glaube, das führt jetzt alles wieder zu diesem Bereich dort, was wir jetzt machen müssen, ne? Oh Mann. Ja, genau. 1408 war das, ja. 1408. Ja. Kumpel, das ist dein Test deiner Fähigkeit. Ah, ja. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ja, wir müssen jetzt alles ablegen. Oh Mann. Können wir natürlich danach auch wieder alles nehmen, aber halt ja. Ah jo, öffnet sich dann einfach direkt. Jetzt wissen wir aber Bescheid, Leute. Oh, oh Gott. Oh! Du Freak, Alter. Wo hast du gewartet, ha? Alter, hast mich erschrocken, Junge. Geh weg. Gib mir die Kerze, Bruder. So, jetzt wisst ihr aber Bescheid. So. Wir dürfen dieses Fass nicht öffnen. Das dürfen wir auf keinen Fall hier öffnen. Auf keinen Fall. Du wirst überleben. So, wie ging's jetzt alles? Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Ah, hier ist irgendwas Neues. Die ja, ich weiß schon Bescheid, Bruder. Ethan, Wortwahl, bitte. Ja, ja. Kinder im Gebäude, irgendwo. Oh mein Gott. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh mein Gott, selbst Kinder, nee, also nee. Ja, und das kann ich ja aufmachen. Das brauchen wir, glaube ich, später. Das ist ja ein bisschen anders dann. Okay. So, wie ging's jetzt? Was müssen wir nochmal genau machen? Ich habe schon wieder alles vergessen.
Genau, dich benutzen wir nicht. Du kannst mich mal. Das Fernrohr kommt hier raus. Ja. Müssen wieder reingreifen. Ja. Das Fernrohr. Verschmutztes Fernrohr, ja. Genau. Können wir hier die Kerze nochmal. Nein, nicht das Fernrohr. Die Kerze nochmal anzünden. So. Das Fernrohr müssen wir dann mal kurz nochmal, ja, in die Hand nehmen. Hier durchlaufen. So. Machst du nochmal den Code? Achso, stimmt, erhängen. Ja, genau. Okay. Ja. Erhängender Mensch. Grab und Embryo. Was war hier noch drin? Hier war. Ah, diese. Achso, das brauchen wir noch gar nicht, ne? Das brauchen wir noch gar nicht mal. Das ist ja diese Puppe, die bringt ja uns nur so einen Finger, ne? Ja, stimmt. Also scheiß drauf. Achso, wir müssen noch kurz die Kerze anzünden, damit wir den Raum betreten können. Wir kennen ja schon das Passwort, Loser. Das heißt, wir müssen uns auch nicht von der Puppe das draufschreiben lassen. Das ist natürlich gut, wir wissen natürlich jetzt alles immer richtig gut Bescheid. So. Mach auf. So. Dann das Passwort hier. Loser. Bin ich zwar nicht, aber ja. Ist nämlich dieser Lukas. Der hat nichts Besseres zu tun, als sowas hier zu machen. Mit anderen Menschen. So, öffnen wir die Kacke. Das Ventil. Damit sind wir auch letzte Stunde schon gleich fertig. Das geht. Ja, wir kennen es jetzt aus, ne? Jetzt sind wir gut aus. Ausgerüstet, also jetzt können wir uns natürlich gut aus. So, Ventil ran, Wasser ausstellen. Das haben die auch cool gemacht, dass jetzt so meine Hände noch komplett nass sind. Und das haben die schon cool gemacht. So, Kerze anzünden und dann die Kerze in die Torte packen. So. Ja, du kannst dich mal. Ich glaube, die explodierte zwar auch, aber das brennt natürlich jetzt nicht alles ab, weil wir dieses Öl nicht verschüttet haben. Was nicht gut ist. Ja. Genau. So ist es. Ja. Sei leise. Ah! Eine Bombe. Die müssen wir jetzt hier reinschmeißen. Die explodiert gleich. Du bist jetzt hier schnell weg. Ja. Also da mussten wir uns natürlich jetzt erstmal natürlich dann herausfinden, wo wir sie reinschmeißen können und so. Ist halt schon echt krass. Oh Gott, gleich macht's Bumm, Leute. Wir haben es aber, Leute, wir haben es aber jetzt natürlich überlebt, was natürlich gut ist. Ja. Sei leise. Oh Gott. Ja, er war hier gerade. Ja, Leute, er war hier nämlich gerade. Er hat uns jetzt die ganze Zeit hier beobachtet. Ah, Leute, da ist Zoe und Mia. Mia! Mia! Also wir sehen dann halt natürlich Zoe zum ersten Mal. Wer bist du? Wo seid ihr? Gleich hinter dem Steg. Bei dem Raum da. Okay. Beeil dich. Ah, da ist er schon wieder. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Ah, ja. Ich schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich Ja. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir. Oh, das wäre zu viel. Ja. Ich mag keine Spaßverderber. Du Arsch. Ja, so kann man es sagen. So, Speicherpunkt, ja. Okay. Ah, da ist sogar die D-Serie Kopf, die hat er nicht mitgenommen, der Trottel. Jawohl. Endlich. Oh mein Gott. Ja. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall, Leute, unsere ganzen Sachen zurück. Nicht, ja, Leute. Unsere. Diese M21 Flinte, Pistole, Messer. Ich glaube, Granatenwerfer sollten wir mitnehmen. Und was ich auf jeden Fall noch weiß, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch kurz die Kurbel mitnehmen. Das weiß ich noch, Leute, ganz genau. Da bin ich noch ganz sicher. Das kommt jetzt, das weiß man nicht, aber das wird dann halt gleich natürlich, ja, Leute, noch kommen. Wir brauchen dann noch kurz für so eine kleine Passage und die Kurbel. Was man halt leider aber natürlich nicht weiß. So, Flinte kommt dorthin, Pistole kam dahin. Granatwerfer kommt dorthin. So war ja meine Reihenfolge.
Ja, okay. Ich glaube, ah, Leute, komm, wir scheißen mal aufs Messer. Wir brauchen das Messer nicht mehr. Wir machen da jetzt den Brenner hin. Brenner, wo bist du? Da. Das ist der Brenner. Ja, so machen wir es. Nein, ich will nicht die Pistole reinmachen. Ja, es dauert natürlich jetzt ein bisschen. Wir müssen natürlich jetzt noch alles sortieren. Die Pistole. Die Pistole kommt auf diesen Slot. So. Die Heilmittel, Brennerkraftstoff. Was fehlt noch? Wir haben natürlich jetzt sehr viele Sachen bei uns, wegen den Heilmitteln, was natürlich die D-Serie Kopf, D-Serie Arm, Pistolenmunition, Heilmittel, Flammgranaten, die Kurbel halt noch, ne? Genau, so ist es halt. Das brennt ja sogar immer noch, Alter. Karte des Versuchsgeländes. Ah, okay. Fast übersehen, die Karte. Gut. Gehen wir mal hier raus. Kackbereich hier. Ja, Leute, nehme ich hier ins Außengelände. Hier brauchen wir ja, Leute, nehme ich noch kurz die Kurbel. Was man halt einfach nicht wissen kann. Aber gut, man kann einfach wieder zurücklaufen. Fertig. Ich benutze sie jetzt und dann mache ich sie auch direkt wieder rein. Wird auch wieder Platz haben in unserem Inventar. So. So, dann machen wir sie wieder rein. Gut. So, wieder zurück in die Kiste. Genau, dann gehen wir jetzt mal unsere Mia retten. Und Zoe natürlich dann auch gleichzeitig, ne? Wir kennen sie zwar nicht, aber trotzdem. Ja, man weiß natürlich auch noch immer noch nicht, ob diese Zoe überhaupt eine gute ist oder nicht, ne? Sie meint, die hat uns die ganze Zeit beobachtet, aber nie geholfen oder so. Ja, wir kommen. Wir kommen. Wir sind unterwegs. Ja, ich glaube, jetzt kommen hier aber leider natürlich Mobs. Aber das ist schon echt eine geile Gegend, so sumpfartig. So, echt krass. Sieht schon krass aus irgendwie. Schon irgendwie, das ist schon heftig. Ketten überall, das geht. Ja, ach, brauche ich nochmal die Kurbel oder was? Ich hoffe nicht. Oh, das könnte echt sein, oh nein. Ich brauche die nochmal, oh nee. Nein. Gar nicht mehr gewusst. Keine normale Kiste. 15 Pistolenmunition. Uiuiui. Nochmal. Nochmal 15! So viel haben wir. Jetzt haben wir. Alter, wir haben so viel Pistolenmunition auf einmal. Ich würde sagen, dann legen wir mal die verbesserte ab und nehmen die Kurbel halt, wie gesagt, mit. Ja, okay, Bruder, also was geht? Wir müssen ja, wie gesagt, die Kurbel nochmal mitnehmen und wir legen dann auch mal schon mal die verbesserte ab, weil wir haben so viel Pistolenmunition. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt die verbesserte mitschleppen. Ethan, kannst du mal vielleicht ein bisschen schneller rennen? Das dauert echt ein Stückchen, Bruder. Ja. Genau. Die Folge endet natürlich dann auch gleich schon bald. Jetzt natürlich so in 5 Minuten oder so. Aber das schaffen wir auf jeden Fall noch, diesen Bereich hier. Aber ich habe echt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass wir jetzt nochmal die Kurbel brauchen, Bruder. Dass wir sie nochmal brauchen. Ich weiß nicht, ob wir sie danach sogar noch einmal brauchen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich behalte sie dann, glaube ich, sogar lieber. So. Verbessert wie abgelegt. Ich glaube, das können wir sogar hier lassen noch. Ich glaube, es kommt sogar noch ein Safe Room, glaube ich. So. Kurbel, Bruder. Die Kurbel bitte einmal mitnehmen. Wo ist sie? Die ist. Hier ist sie. So. Okay. Also ich hoffe, es kommt danach noch mal ein Safe Room. Ich meine, ich muss ja noch speichern, ne? Ich möchte ja danach die Folge beenden. Na. Und natürlich dann natürlich auch diese Aufnahmesession. Ich meine, ich nehme jetzt schon die letzten drei, also zwar ist glaube ich die 10., 11. und das ist jetzt die 12. Folge. Ich nehme die ja gerade alle am Stück auf. Und deshalb, ja, muss ich auch langsam zum Ende kommen, ne? Nach dieser Folge. Ja. Ja, lad mal nach. Ich muss dorthin wieder. Vor allem diese Chemikalie einmal mitnehmen, die dort war. Ist immer gut, ist immer richtig gut. Kann man nichts falsch machen. Ja, damit. So, ist ja noch was. Lange schon kein Wackelkopf mehr gehabt, ne? Das ist irgendwie schade. Ah, da ist noch eine Kiste. Okay, die scheinen wieder zum normal zu sein, die Kisten. Aber ich habe eh keine, kein Messer mehr, leider. Aber gut. Brauchen wir eh nicht mehr. Wir haben eh schon genug Munition und alles, also alles gut. So, brauche ich jetzt eigentlich noch die Kurbel oder nicht? Das ist die Sache, ne? Ich glaube, da hinten gibt es aber jetzt noch ein Safe Room. Ja, aber euch
Spacken gibt es auch noch. Boah, geh weg. Alter, stirb jetzt. Alter! Boah, Junge! Was geht? Ich glaube, es kommen sogar noch weitere, ne? Jetzt kommen, glaube ich, sehr viele. Ja, oh nein, ich bin zu langsam. Bam. Und, nein, daneben. Oh Gott. Boah, ihr Freaks. Geht mal weg, ihr komischen Ekel. Ah, die, ja moin, die nächsten 13 Stück, Bruder. Die alle weg mit euch. Geht weg. Ich glaube, es kommen sogar noch mal. Ja. Spinne, Maulett. Ah! Verschwinde! Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Gas. Ah jo, der nächste Mann. Ist ja noch was? Nein. Okay. Okay, Leute, Safe Room. Oh Mann. Oh mein Gott. So viel Pistolenmunition nochmal. Ey, wir kriegen so viel Pistolenmunition. Ja, weil ja, Leute, jetzt danach kommt natürlich noch was ganz Besonderes. Flammengranaten, so viele. Alter, wir können so viel stacken. Ach Leute, ist das geil. Noch ein Kraut. 10 Flintenmunition. Ja, das Leute ist natürlich noch ein Zeichen dafür, was natürlich jetzt nächste Folge auf uns wartet, ne? Ja, genau. Aber ich würde sogar sagen, an diesem Punkt, ja Leute, beende ich diese Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. In der nächsten Folge, ja, dort geht es sehr krass und spannend weiter. Und ja, bis dahin Leute, würde ich es auf jeden Fall ja Leute, sagen, genau. Haut rein. Also ich höre den Wackelkopf, oder? Wackelkopf? Nee? Ja gut, Leute. Haut rein und ja, bye und bis zur nächsten Folge.